Ja, wir haben uns ja schon immer von der Ferne zusammengefunden. Genau. Ich kann mir das jetzt nicht merken. Reicht das, wenn ich die herzlich willkommen heiße? Ja, das reicht. Als Nachfahren verwandt. Der Glockenschlag von St. Johannes sagt uns, dass wir leider etwas verspätet beginnen mit dieser Stolpersteinverlegungsstation am heutigen Tage, zu der ich sehr, sehr herzlich alle miteinander begrüße. Ich freue mich, dass so viele Gäste zu Hermann Kalmons Stolpersteinverlegung gekommen sind. Und es ist mir eine besondere Freude, die Angehörigen, deren Verwandtschaftsverhältnisse ich jetzt nicht ganz genau weiß, die ich aber an dieser Stelle ausmache, die zum Teil aus Pritzwalk, dem Geburtsort von Hermann, angereist sind. Zum Teil sind sie Magdeburgerinnen und zum Teil lebt Anverwandtschaft auch im Ausland, soweit ich weiß. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich und nehmen Sie unsere Grüße auch mit an Ihre Verwandten, die heute nicht dabei sein können. Wie gesagt, an dieser Stelle verlegen wir den Stein für Hermann Kalmon, der am 26. Juni 1885 in Pritzwalk geboren worden ist, Viehhändler und Kaufmann war, in Magdeburg in der großen Junkerstraße 15b gelebt hat, dann nach Buchenwald verschleppt worden ist und 1938 ermordet worden ist. Es ist auch hier wieder eine topografisch ganz spezielle Situation, zu der uns Herr Fiedler ganz bestimmt noch mal Näheres sagen wird, warum der Stein ausgerechnet an dieser Stelle verlegt wird von unserer Seite, warum wir uns dazu entschieden haben. Aber zuvor ist es mir ein Bedürfnis, auch der Spenderin dieses Steins herzlichen Dank zu sagen. Siegfried Köhler aus Magdeburg hat uns dabei finanziell unterstützt, also auch in die Richtung ein großes und herzliches Dankeschön dafür, dass es uns möglich ist, an Hermann Kalmon mit einem Stolperstein zu erinnern. Herr Fiedler. Die große Junkerstraße. Eine ganz typische Straße in dem ehemaligen Stadtzentrum Magdeburgs und charakterisiert war ja damals die Stadt so, dass nicht solche gewaltigen Baukörper waren, sondern es reihte sich ein kleiner Baukörper an den nächsten, ein Grundstück teilte sich fast die Fläche mit dem nächsten und so auch in der großen Junkerstraße, die normalerweise damals parallel zur Hartstraße ungefähr von Nord nach Süd zwischen Altermarkt und der noch existierenden Goldschmiedebrücke verlief. Mit einem markanten Knick und genau an diesem Knick, in der Nähe dieses Knicks, stand das Gebäude der 15b und teilte sich auch ein Grundstück nochmal, was im Original heute, wenn man das topografisch genau ausmessen würde, wären wir längst in diesem neuen Baukörper mittendrin, in ungefähr in mittig dieser Glasrotunde, die hier ist. Das geht natürlich aus verständlichen Gründen, aber aus rechtlichen Gründen gibt es da Schwierigkeiten, das zu machen. Und es soll ja auch, um stolpern zu können, müssen die Steine ja auch im öffentlichen Bereich sein, damit sie wahrgenommen werden. Nun waren wir an dieser Stelle schon mal, also ganz in der Nähe, in der Nummer 14, gab es nämlich auch Bewohner, die Familie Drexler. Die hatten schon drei Steine hier. Und aus dem Grund, dass das so, dass 14 und 15
gebäudeseitig so nah beieinander wären, haben wir uns in dem Fall entschlossen, das hier gemeinsam zu tun und die Verordnung an dieser Stelle, obwohl das eher auch mal auf die Verlegereihenfolge, also wir sind am 188. Platz in Magdeburg, wo ein Stolperstein verlegt wird. An 188 Stellen, es gibt auch einen neuen Plan, das darf ich mal erwähnen, kann man auch Papieren bekommen, wo alle Stellen zu sehen sind, wo sind überall Verordnungen. Heute sind wir an dieser Stelle, es war also so ein ganz typisches Gebäude. Hier war die große Junkerstraße, es gab eine große Durchfahrt und es war also generell eine Mischbauweise, die also Wohnen und Arbeiten gleichberechtigt nebeneinander auch in einer Harmonie ermöglichte, was heute kaum noch denkbar wäre. Da würde sich immer irgendwer beschweren und einer klopft und einer ist zu laut. Das ging damals ganz wunderbar. Und aus Familienerinnerung kann ich das auch sagen, dort war diese Verbindung mosaischen Lebens und zum Beispiel evangelischen Lebens und katholischen Lebens war ganz nah beieinander. Mein eigener Großvater hatte zwei Freunde, die waren alle Pferde interessiert und einer war mosaischer Herkunft, er selber war typischer Magdeburg evangelischer Herkunft und ein katholischer Herkunft. Das war völlig ganz normal. Also ganz dem Motto, wie es Demnig sagt, sie waren Nachbarn, Freunde und sicherlich auch hier in der großen Junkerstraße. Hermann Kallmohl, was wissen wir von ihm? Er hat hier in dem Haus, und das der Peter eben ein bisschen Auskunft gegeben hat, die letzte Zeit seines Lebens verbracht. Gebürtig war er in Pritzweil, wo auch schon sein Vater einen Pferdehandel betrieb, den also der Sohn auch übernahm. Er hat in Pritzweil geheiratet zum ersten Mal und aus dieser Ehe sind zwei Kinder, eigentlich drei Kinder hervorgegangen. Das eine starb ganz früh, ein Sohn und eine Tochter sind herangewachsen, aber die Mutter ist schon, als die Kinder noch ganz klein waren, verstorben und da hatte sich nach allem, was wir so wissen, wir haben ja auch in Kontakt gestanden mit den Nachkommen, nach allem, was wir wissen, nach jemandem gesucht, der die Kinder betreuen könnte. Das nannte sich damals Hausdame. Und diese Hausdame, Käthe, geborene Neumann, hat Hermann Kallmohl dann in zweiter Ehe geheiratet. Und aus dieser Ehe ist dann ein Sohn hervorgegangen, Horst hieß der, und dessen Kinder sind jetzt also zu einem stattlichen Anteil bei uns in dieser Stunde dabei. Und sie sind ja auch schon begrüßt worden, drei Brüder und eine Schwester, Frau Knöfel, sind also hier Enkelkinder von Hermann Kallmohl. Hermann Kallmohl hat in den schwierigen Verhältnissen der Wirtschaftskrise sein Geschäft nicht halten können, ist bankrott gegangen und ist also dann nach Magdeburg gezogen. Aller Wahrscheinlichkeit nach, weil die Familie seiner zweiten Frau hier in Magdeburg ansässig war. Die Frau ist zwar in Leipzig geboren, aber hier in Magdeburg aufgewachsen. Und die beiden Kinder aus erster Ehe, der Sohn ist als Bäckerlehrling nach Salzwedel gegangen, das hatte auch wieder mit familiären Verbindungen zu tun. Die Tochter hat hier die Mittelschule besucht und hat dann sehr bald, es war inzwischen die Zeit des Nationalsozialismus, ihre Ausreise nach Palästina betrieben, was ihr auch gelungen ist. Sie ist nach Palästina gegangen, von Palästina, wo sie allerdings nicht heimisch geworden ist, dann nach Melbourne in Australien. Auch ihr Bruder, also ihr Onkel, wenn man so will, Herbert, konnte emigrieren, nachdem er allerdings 1938 nach der Reise von Rom nach sehr viele Juden zunächst mal verhaftet
und in das KZ Sachsenhausen gebracht worden war. Er hat dann offensichtlich eine Möglichkeit bekommen, nach England zu emigrieren und hat dort eigentlich ganz gut Fuß gefasst, kann man sagen. Er ist englischer Staatsbürger geworden und hat also mit den Kenntnissen, die er sich in Deutschland erworben hatte, einen Bäckereibetrieb angefangen, der also wohl auch floriert hat. Tragischerweise ist er bei einem Raubüberfall ermordet worden. Das waren also die älteren Kinder von Hermann Kallmohn. Der jüngste Sohn aus zweiter Ehe ist mit Vater und Mutter hier in Magdeburg gewesen, auch zur Schule gegangen, musste dann aber wegen seines jüdischen Vaters die Schule verlassen. Er hat dann eine Ausbildung hier begonnen und ist dann nach der Wende Lehrer gewesen. Und von ihm gibt es übrigens ganz anschauliche Lebenserinnerungen, auf denen wir auch manches entnehmen konnten. Er ist mit seiner Mutter nach dem Krieg dann nach Pritzwerk wieder zurückgekehrt, aber habe ich das alles jetzt schon erzählt, vorausgreifend? Wie war es mit Hermann? Was ist mit ihm passiert? Er hat also eine Emigration, eine Ausreise für sich selber abgelehnt, obwohl seine Tochter weggegangen war, weil er eben aufgrund seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg, das war ja auch bei sehr vielen jüdischen Männern der Fall, dachte, ich habe also ein Kreuz bekommen hier. Ist also hier geblieben und ist 1938, wie der Sohn schreibt, auf offener Straße verhaftet worden, in das Magdeburger Polizeigefängnis und von dort in das KZ Buchenwald verbracht worden und ist dort am 17. September 1938 verstorben, angeblich an einer alten Lungentuberkulose, aber nach allem, was wir wissen, nicht an den unmenschlichen Verhältnissen, die dort herrschen. So viel von dem, was wir auch in Zusammenarbeit mit der Familie eruieren konnten, Herr Kallmohn und Frau Blöcke wollen jetzt gern noch was aus ihrer persönlichen Sicht sagen. Mein Name ist Reinhard Kallmohn aus Pritzwerk. Gestatten Sie mir einige Worte zum Gedenken an Hermann. Zuerst möchte ich mich auch im Namen unserer Familie bei den Unterstützern und Unterstützerinnen der Aktion Stolperstände für Magdeburg herzlich bedanken. Das, was Sie an Fakten und Daten über das Leben von Hermann Kallmohn dokumentierten, war auch zu einem Teil mir nicht bekannt. Und wir begrüßen erst dieses Wissen an unsere Kinder und Enkel weitergeben zu können. Leider war es unseren Geschwistern, Cousins und Cousinen nicht möglich, unseren Großvater persönlich kennenzulernen. Wir kennen ihn nur aus Erzählungen unserer Großmutter sowie den Erzählungen unserer Väter und einiger Pritzwerker Geschäftsleute sowie einigen wenigen Bildern. Sicherlich hätte er seine Freude an seinen 10 Enkelkindern gehabt. Inzwischen gibt es eine große Anzahl von Urenkeln und Urenkeln. In unserem Haus in Pritzwerk, das ist das Haus unserer Urgroßeltern, gab es auch Bilder besonders schöner Pferde, von denen ich vermute, dass sie einst im Stall unseres Großvaters und Urgroßvaters gestanden haben. Ich hatte das Glück, mich mit einigen älteren Landwirten über unseren Großvater zu unterhalten. Die sprachen mit großer Wertschätzung über Hermann und seinen Vater Louis. Noch Anfang der 60er Jahre vertrauten einige Bauern mir ihre Gespanne zu Transport- und Feldarbeiten an. Dabei verließen sie sich wahrscheinlich auf unseren Namen und waren sicher, dass ich mit den Pferden richtig umgehen kann. Ich glaube, die Liebe zu den Pferden von unserem Großvater geerbt zu haben.
an alle Anwesenden. Mein Name ist Dietlin Knöfel, ich bin eine Enkelin von Hermann Kallmund und ich möchte mich heute ganz, ganz herzlich bei Ehepaar Sahuba, bei Ehepaar Köhler und allen Engagierten bedanken, die diese Stolpersteinverlegung ermöglicht haben. Wir sind zutiefst berührt, dass in dieser Weise das Andenken an unseren Opa gewürdigt wird. Und wir sehen diesen Stolperstein als Symbol an, dass sich die grausamen Machenschaften des Nationalsozialismus nicht wiederholen dürfen. Es sollte uns Menschen gelingen, dass wir uns immer mit Respekt und auch in würdevoller Weise begegnen. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie uns hergestellt haben. Und wir wollen jetzt uns einen Augenblick Zeit nehmen, um des Verstorbenen, des Ermordeten Hermann Kallmund zu gedenken. Da haben Sie Dank, dass Sie hier mit uns zusammen waren. Die nächste Station ist um 11.20 Uhr eigentlich an der Landstraße. Das ist am Willy-Brandt-Platz gegenüber dem Bahnhof der Zugang
Subsidiekarree. Die meisten wissen gar nicht, was das Pfannstraße heißt, aber manche schon. Dort ist die nächste Stolpersteinverlegung und der kann Wagen des Herzens eingeladen. Zum Wagen. Ja. Also, das kann man besser sehen, danke.